Servus, Kollege. Fahre heute einen ICE vom München Hauptbahnhof über Pasing nach Augsburg Hauptbahnhof. Du stehst noch in der Bereitstellung und musst den Zug noch in den Bahnhof einfahren. Fahre, sobald das Zwecksignal umgesprungen ist. Sollte es nicht von alleine umspringen, darf es mit Tab umgestellt werden. Es sollte zu keinen Komplikationen kommen. Rüste dein Fahrzeug fertig auf und lasse die Fahrgäste in München Hauptbahnhof zusteigen. Abfahrt von München ist um 15.14 Uhr. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Szenario mit mir zusammen. Ich bin der Dennis Spieters. Das ganze Szenario nennt sich Der neue Alte und stammt aus der Feder von Malte Jensen. Und ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los. So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zack. Das haben wir auch soweit erledigt. Upsa, upsa, upsa. Was wollte ich noch? Genau, PZB und LZB, SIFA, sowas wollte ich alles einstellen. AFB? LZB ein. PZB ein. SIFA ein. So. Dann haben wir es, glaube ich, soweit. Noch dürfen wir uns nicht vom Fleck bewegen. Dann lassen wir das erstmal. AFB sollten wir noch einstellen. Auf 40. Das war ein bisschen zu viel. Gar nicht so einfach. So. Schauen wir uns mal um hier. Das ist also unser Zug. CE1. Beziehungsweise, ja doch, 1. Aber unser Zwecksignal will leider noch nicht umspringen. Hier ist allerlei los, ihr seht's. Wir hätten ICE3. Neben uns steht auch ICE3, ICE und so weiter und so fort. Da kommt noch der Grund, warum wir noch nicht fahren dürfen. Ein Regionalexpress geschoben von einer Baureihe 218. Das ist doch wunderschön. Wie es in München auch typisch ist. Traumhaft. Wunderschön. So, dann warten wir mal ab, ob wir jetzt fahren dürfen. Fällt gerade ein, wir sollten die Lüfter noch einschalten. So. So, dann schauen wir mal nach. So, wir dürfen uns mittlerweile bewegen, dann sollten wir das auch tun. Wir wollen auf keinen Fall zu spät kommen. So, wir setzen uns in Bewegung. Wunderbar. Sollen um 15.10 Uhr im München Hauptbahnhof ankommen. Das sollten wir schaffen, wenn wir ein bisschen uns an die Geschwindigkeit halten. Da dürfen wir uns befreien. Ja, wunderbar. Mal ein bisschen aufschalten hier. Nicht, dass wir zu spät kommen, das wäre nicht schön. Natürlich die SIFA nicht vergessen. Um Himmels Willen. So, da ist schon der Münchner Hauptbahnhof. Auf Gleis 18 werden wir einfahren. So, wir haben jetzt aber auch gleich 30 zu erwarten. Wenn wir da auch schon mal so langsam hinbremsen. So. Zugbeeinflussung.
Dann rollen wir sanft in den Münchner Hauptbahnhof ein, wo auch schon allerlei los ist, wie man hier sieht. ICE noch und nöcher. Sollten aber das relativ pünktlich schaffen. Und dann dürfen wir gleich den Führerstand wechseln. Das heißt, alles hier abrüsten und dem neuen anderen Führerstand wieder alles aufrüsten. Wofür wir dann wahrscheinlich auch nicht die meiste Zeit haben. Aber das werden wir schon schaffen. Zugzielanzeiger sind vorhanden. Wunderbar. Ihr habt es vielleicht gerade kurz links im Bild gesehen. So, mal mit die Bremse ziehen hier. Wenn ich in den Prellbock rasen, das wäre nicht so toll. Na, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. Wir wollen ja, dass alle Wagen im Bahnhof stehen. So, jetzt sollte es aber genügen. Das heißt, wir öffnen die Türen, rüsten hier den Zug ab, lösen wieder die Bremse. So, dann gehen wir ins nächste Führerstand. So, machen hier alles wieder hoch. Gehen dann hier wieder drauf. PCB ein, SIFA ein. So, Bremse ist gezogen. Machen hier wieder. Haben wir den jetzt gesperrt? Und jetzt los hier. Da werden wir wohl entsperrt haben. So, die SIFA, ach, die AFB. Nehmen wir mal auf 30 km/h ein, das erste. 10, 20, 30. So. Machen hier wieder Licht an. So, dann dürfen wir doch soweit alles. So, das war soweit. Da dürften wir doch eigentlich abfahrbereit sein, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, hoffe ich. PZB, SIFA ist an, LZB ist an. Wir haben die Bremsen entsperrt, Fahrmotorlüfter ist an, AFB ist an. Ja, Spitzenlicht ist an. Sind wir doch eigentlich abfahrbereit. So, das ist der Münchner Hauptbahnhof. Aber den dürftet ihr ja mittlerweile zu Genüge kennen hier. Warum sind die Türen alle zu? Sind sie ja gar nicht, da sind sie offen. Gut. Dann schauen wir uns mal unseren Zugzielanzeiger an. Da vorne ist er. Da steht der ICE 704, Nürnberg Hauptbahnhof Berlin, Südkreuz Berlin Hauptbahnhof Tief. Ihr könnt es vergleichen, ICE 704. 15.21 Uhr kommt aus Ulm Hauptbahnhof ein Regionalexpress rein. Der Zug endet dann hier, so auf dem Nebengleis. Kommt um 15.55 Uhr ein Zug aus Ingolstadt Hauptbahnhof, der endet ebenfalls hier, ein RE 4025. Und um 16.20 Uhr fährt ein RE 4034 nach Ingolstadt Nord über Pfaffenhofen und Ingolstadt Hauptbahnhof. Ah, hier stehen noch ein sehr schöner Leckerbissen noch um ICE 4, ICE 3, wo fährt der denn hin? Aus Treuchtlingen kommt ein Zug an und endet hier die Regionalbahn 59 153 und die Regionalbahn 59 160 fährt über Pfaffenhofen und Ingolstadt Hauptbahnhof nach Treuchtlingen und der ICE 4 ist der ICE 1002 fährt über Nürnberg Hauptbahnhof Berlin Hauptbahnhof Tief nach Berlin Gesundbrunnen. Und aus Hamburg-Altona endet hier ein Zug, der ICE 707 um 18.03 Uhr. So, das war's aber, glaube ich, so ziemlich, weil wir fahren nämlich jetzt ab. Aus Essen endet hier der ICE 623, aus dem Ruhrgebiet. So, wir haben aber jetzt gleich Ausfahrt. Das heißt, wenn wir uns hier mal soweit in unseren Führerstand begeben. So, Türen werden geschlossen. Ihr seht es dort rechts auf dem Display. Sobald das erloschen ist, werde ich die Bremse lösen und wir werden uns in Bewegung setzen. Das ist jetzt der Fall. So, auf geht's!
hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Sieht aber gut aus. Wir setzen uns in Bewegung. Wunderbar. Klasse. Dürfen wir überhaupt fahren? Dürfen uns befreien. Ich darf kein Tab, aber ihr seht ja die beiden Lichter, ne? Also wir haben Genehmigung. Wunderbar, dann fahre ich einfach mal. Gucken, was passiert. So, 30 wie gehabt. Da stehen noch zwei süße 218. Wunderbar. Warten auf ihren nächsten Schleppeinsatz, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn mal wieder irgendwo auf der Strecke ein ICE liegen bleibt, wegen eines technischen Defekts, dann kommen die beiden Damen, nenne ich sie jetzt mal, alten Damen zum Einsatz und schleppen diese dann in den Hauptbahnhof ab. So, die SIFA will gedrückt werden. Und wir setzen unsere Fahrt gen Augsburg fort. Erster Halt Pasing. Das ist jetzt nicht allzu weit von München entfernt, 6,5 Kilometer. So, wir dürfen mittlerweile 40. Die SIFA will gedrückt werden, wunderbar. Sollen um 15:21 in Pasing einfahren. Das tun wir auch bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt dabei. So, ein bisschen AFB aufschalten. Das war aber noch ein Stück zu wenig. Jetzt sollte es aber passen. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, wir werden das Gleis nochmal wechseln. Genau, das ist nämlich das grüne Signal. Wunderbar. Dann dürfen wir gleich auch schon auf 120 beschleunigen. Sehr, sehr schön. Ihr seht da links stehen die ICE sich küssend auf dem Abstellgleis. Dort drüben stehen dann die S-Bahnen in Form von 423 und 425. Auch sehr, sehr schöne Triebwagen. Gefallen mir. Ihr Sehr werdet geehrte die. Fahrgäste, das Team der Deutschen Bahn Habe ich mich begrüßt Sie im erschrocken? ICE 704 auf der Fahrt nach Berlin Hauptbahnhof. Unterwegs halten wir in München-Pasing, Augsburg, Donauwörth, Nürnberg, Bamberg, Erfurt, Halle an der Saale, Bitterfeld und Berlin-Südkreuz. Mein Name ist Malte Jensen und ich bin Ihr Zugbegleiter, zumindest bis nach Augsburg Hauptbahnhof. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sehr geehrte Fahrgäste, sollten Sie während der Fahrt Hunger bekommen, so finden Sie zwischen der ersten und zweiten Klasse in Wagen 8 unser Bordrestaurant. Das Team des Bordrestaurants freut sich über Ihren Besuch. Nächster Halt München-Pasing, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, sieh einer an. Malte Jensen persönlich gibt sich die Ehre. Na, das finde ich doch mal wunderbar. Ja, dann nochmal schöne, schöne Grüße an dich, Malte Jensen. Vielen Dank für das schöne Szenario. Ich muss ganz ehrlich sagen, du machst richtig tolle Szenarien. Das sei an dieser Stelle mal gesagt. Und wie gesagt, ich werde es würdig präsentieren und hoffe auf weitere schöne Szenarien von dir. Du machst das richtig toll. Schöne Grüße an dieser Stelle und ich hoffe, dir geht's gut. So, 120 ist mittlerweile angesagt. Da vorne ist dann wieder 90. Ist ja allgemein bekannt, dass erst 120 kommt und dann wieder 90. Aber dem ist dann halt so. Macht es da jetzt Sinn, noch auf 120 zu beschleunigen? Ich finde nicht. Deshalb verharren wir hier eigentlich mal einfach mal bei 88. Weil es macht jetzt nicht wirklich Sinn, da jetzt noch große zu beschleunigen und dann wieder zu bremsen, macht nur Stress und das kann man einfacher haben, finde ich. So, hier links seht ihr auch noch Abstellgleise, gespickt mit ICEs aller Art, Kräne noch und nöcher und da seht ihr die 425 bzw. 423 rumstehen. Gerade kam es noch eine schöne
612 hingegen, die ich auch sehr, sehr schön finde. Die gibt es ja auch bei Tram SimWorld 2 auf der Taranta-Rampe. Mit der schönen Neigetechnik. Sehr, sehr schöne Triebwagen, muss ich wirklich sagen. So, und da fährt uns schon Pasing in die Sicht. Sind wir auch gleich schon 2,5 Kilometer. Ja, gesagt, das ist nicht allzu weit. So, da fahren wir. Vorne müssen wir dann wohl quittieren. So, wir werden hier mal ein bisschen langsamer, glaube ich, oder? PCB ist nämlich aktiv. Na, 90 dürfen wir ja immerhin. Kurz Signalkunde machen näher. Da steht nichts. Was kommt uns da entgegen? Da steht ja ein wunderschöner Bauzug. Schaut euch das an, mit dem Bagger drauf. Was kommt uns da links entgegen? Da dürfen wir uns überhaupt befreien. Ja. Ja, Hamsterbacke, sage ich doch. So, Signalkunde. Was steht da? 60. Da wollen wir da mal hin. Ich wusste es, weil wir zu schnell waren. Ich wusste es. Jetzt kommen wir erst recht zu spät. Egal. Ich war zu schnell. Oder ich habe nicht quittiert. Ich habe nicht quittiert. Das war der. Ja. Ach, ich wusste es. Das ist mich erwischt. Na komm. Ein kleiner Zwischenhalt mitten auf der Strecke, kurz vorm Ziel. Egal. Wir werden das Szenario damit nicht pünktlich abschließen, beziehungsweise nicht erfolgreich. Aber das war, glaube ich, auch vorher schon klar. So, ich werde jetzt mal schön unter 45 bleiben, weil wir stehen hier fett unter Einfluss. Das heißt, wir werden immer schön geschmeidig mit 40 in den Bahnhof einfahren. Zu spät sind wir sowieso. Und daher. Ne, Punkt, Punkt, der Hund drauf. Ihr wisst, was ich meine. Zwangsbremsungen passieren in erfahrensten Lokführern, habe ich mir mal sagen lassen. Von daher, naja. Ich hätte quittieren müssen und dann wäre das nicht passiert, aber ich habe nicht quittiert. Das war halt, ja. So, jetzt sehen wir nicht mehr unter Beobachtung, beziehungsweise unter Einfluss. Befreien wollen wir uns jetzt auch mal lieber nicht. Das machen wir erst, wenn wir wieder losfahren. Massive Zwangsbremsung wollen wir jetzt auch nicht kassieren. Zu spät sind wir sowieso. Das wird ein wunderschönes X geben in der Bewertung. So, wollen wir mal stehen bleiben? So, öffnen die Türen und werden uns mal ein wenig draußen umsehen. Und schauen uns mal dieses wunderschöne Exemplar hier an. Das ist ja eine Trax 185-650-0. Wunderschön. Ansonsten steht hier leider nicht so viel rum, muss ich ehrlich sagen. Naja. Wollen wir mal ein hübsches Foto machen hier? Machen wir das so. Muss jetzt schnell gehen. So. Wir lösen die Bremsen. Schalten langsam auf. Da kommt
wird ein IC1 reingefahren. Und da ist das X. Naja. So, wir dürfen uns befreien, das heißt, wir werden mal geschmeidig bis auf 60 aufschalten. Sie verdrücken. Wie gesagt, pünktlich und erfolgreich werden wir dieses Szenario wahrscheinlich nicht mehr abschließen, aber das ist mir gerade ziemlich... Ihr könnt es euch denken. Naja, es geht um den Spaß. Dann wird es halt nicht abgeschlossen. Das ist jetzt auch nicht so weiter tragisch. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Und ich erfülle einem guten Kumpel einen Wunsch. Er hat mich nämlich gebeten, mal die Strecke München-Augsburg zu präsentieren. Und das habe ich hiermit jetzt getan. Und ich hoffe, es gefällt ihm. So, und jetzt sind es gute 60 Kilometer bis Augsburg. Ja, 53. So, und dann dürfen wir auch gleich auf 160 und 200 beschleunigen. Und ich denke und hoffe mal, dass dann auch die EZB hier eingreift. 100 dürfen wir schon mal. Das Team der Deutschen Bahn begrüßt auch die in München-Pasing zugestiegenen Fahrgäste im ICE 704 auf der Fahrt nach Berlin Hauptbahnhof. Nächster Halt ist planmäßig um 15.45 Uhr Augsburg Hauptbahnhof. Aktuell haben wir keine Verspätung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Sollten Sie während der Fahrt Hunger bekommen, so finden Sie zwischen der ersten und zweiten Klasse unser Bordrestaurant in Wagen 8. Das Zugpersonal freut sich über Ihren Besuch. Sehr, sehr schöne Ansagen, lieber Malte Jensen. Kann ich nur Lob für hervorbringen. So, jetzt sind wir auch in der LZB, wunderbar. Dann kann mich die PZB nämlich mal ganz gnädig. Schalten wir die AFB mal vollkommen hier auf höchste Stufe. So. Da werden wir nämlich jetzt schön auf 200 hochgefahren, beziehungsweise geleitet. LTB ist das schönste Fahren. Man braucht sich da im Prinzip nur noch um die Siegfahrt zu kümmern. So, es beginnt das chillige Fahren. Wunderbar. Wir haben jetzt gute 9,8 Kilometer, bis sich irgendwas ändern wird an der Geschwindigkeit. Habt ihr es gesehen? Das SIFA-Zeichen wird rot, wenn man nicht sofort reagiert. Dann wird die doch ganz schön giftig. Es ist gelb, das ist das visuelle Zeichen. Und wenn man nicht reagiert, wird sie rot und gibt ein akustisches Signal von sich. Und wenn man dann immer noch nicht reagiert, dann gibt sie hübsche, süße Zwanse. Die man allerdings damit drücken der SIFA abwenden kann, während bei der PZB-Zwangsbremsung man wirklich bis zum Stillstand gebremst wird. Und das kostet im Zweifel ordentlich Zeit, bis man dann wieder losfährt, weil das ist nicht so einfach wie im TS. Also in der Realität ist das nicht so einfach wie im TS, dann einfach wieder PZB drücken und dann die Bremsen lösen und dann langsam wieder losfahren, sondern ich glaube im Real gibt es dann erstmal Ärger mit dem TF, mit dem FTL. Der wird dann wahrscheinlich sich melden und fragen, warum, weshalb, wieso. Ja, ich habe gepennt, habe nicht quittiert und. Ich glaube, das ist dann ein bisschen schwieriger, wenn man da irgendwie durch die PZB zwangsgebremst wird. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist und nicht so schön ist, wenn man sich dann vom FTL irgendwas anhören darf als TF. Ihr könnt mich aber auch gerne aufklären, wenn das irgendwie anders ist, wenn ich da jetzt auf dem Holzweg bin. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ihr da irgendwie andere Erfahrungen habt. SIFA, so, es sind jetzt noch gut 40 Kilometer bis Augsburg Hochzoll. Bis Augsburg Hauptbahnhof sind es noch gute 46 Kilometer. Haben wir gerade ein wenig KI-Verkehr arm. Also, lässt sich gerade nicht so sehen. Aber die Strecke ist noch lang.
Vielleicht tut sich da ja noch was. Also ich finde, das ist eine schöne Strecke München-Augsburg. Wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt bei DTG, im TS die Strecke München, Berlin, das wäre doch mal geil, oder? Beim TSW gibt es ja auch die Strecke München-Augsburg. Also ob jetzt im TSW oder im TS die Strecke München-Berlin, wenn das mal kommen würde. Es ist zwar unglaublich weit, klar. Aber es wäre schon reizvoll, muss ich wirklich sagen. Oh, jetzt kommt noch 280. Wunderschön. Schnellfahrstrecke. Lässt sich hier, grüßt sich hier. Es ist ein sehr wolkiger Tag. Muss ich mal so feststellen, wenn man hier mal so guckt. So. Von Sonne jetzt unbedingt, blauer Himmel muss man jetzt nicht unbedingt, muss es jetzt nicht unbedingt die Rede. Aber naja, solange es trocken bleibt. So, die LZB springt an, beziehungsweise meldet sich. Weitere 9,8 Kilometer, 280 km/h. Na dann. Lass fliegen! Schauen uns das Ganze mal so an. Wunderbar. Da rauscht er ran. Traumhaft. Wunderschön. Einfach nur geil. So, ich denke mal, da wir im LCB-Modus fahren, die Siefer müsste ich zwar zwischendurch mal drücken. Jetzt machen wir das mal so. So, 223 haben wir schon. Bin dann mal gespannt, ob wir die 280 überhaupt erreichen, bevor wieder eine Einschränkung kommt. Wie viele Kilometer haben wir denn noch bis Augsburg? Oh, nicht mal allzu viel. Das wird jetzt im Wettrennen. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? 50 km/h müssen wir noch schaffen. In 30 Kilometer. Sollte eigentlich hinzukriegen sein. Kommt auf die Beschleunigung drauf an. So, gleich 2,40. Vielleicht schaffen wir es ja im Augsburg wenigstens pünktlich zu sein, auch wenn uns das nicht mehr viel bringen wird, weil das Szenario leider in Pasing zerstört wurde. Aber das war ja mein Fehler. Ah, 6,12, wunderschön. Ja, Sifa. So, 2,50 gleich. Ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit, muss ich sagen. Also, das mit einem normalen PKW zu schaffen, eher unrealistisch. Aber im ICE ist das durchaus möglich. Wie viel darf der überhaupt? Steht das hier? Steht hier irgendwo die Höchstgeschwindigkeit angeschlagen? Nee, leider nicht, oder? Nee. Schade eigentlich. Aber dem ist dann halt so. So, 260 haben wir. 20 km/h in 26 Kilometer. So, gleich 2,70. Ah, da kommt eine Beschränkung, km/h haben wir gleich. Der hört schon auf, Gas zu geben. Das heißt, beziehungsweise Leistung abzugeben. Das heißt, wir werden gebremst. 2,80 haben wir nicht ganz geschafft. Aber 2,70, wir waren in der Nähe. Und ich denke, 2,70 ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit, muss man ehrlich sagen. Meine Begriffe zumindest. Er hat es leider nicht ganz geschafft. Ihr habt gesehen, ich habe ja voll aufgeschaltet, 100%, aber trotzdem haben wir es nicht geschafft. Da ist nochmal gleich die Chance, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Auch wenn man jetzt gerade die Entfernung auch Augsburg nicht so gut erkennen kann, aufgrund der weißen Umrandung da.
Sonst haben wir kurz 200 und dann wieder 280. Aber das werden wir nicht schaffen. Glaube ich nicht. Weil er braucht einfach zu lange, bis er auf die Geschwindigkeit beschleunigt hat. Und wir haben jetzt noch gut 20 Kilometer bis zu Augsburg. Das wird haarscharf, also ich weiß nicht. Weil ab Hochzoll werden wir gebremst. Stimmt auf 60 oder 100 oder sowas. Sonst hat er nochmal die Chance, aber das wäre schon irre, wenn er das jetzt in den kurzen Metern, Kilometern, die uns noch bleiben, bis Hochzoll, dass er das schafft. Also vielleicht 240, vielleicht 250, aber nicht 280. Glaube ich nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ab diesem Moment natürlich. Nicht hinterher, da macht es ja keinen Sinn. Ihr könnt ja gerne eine Wette abschließen und was noch schaffen bis 280. Nee, nein, hat sich erledigt. Ihr seht's dort unten auf der Leiste. Da kommt 200, wir werden es nicht mehr schaffen. Ich denke mal, dass dann gleich auch die LZB aufhört. Weil es sind jetzt nur noch 16 Kilometer. Wir sind schon wieder am Bremsen. Logischerweise. So. 200. Für 9,8 Kilometer. Naja, viel mehr haben wir auch nicht mehr. Dann sind wir schon in Hochzoll. In 19. Ja, in. Ich kann es jetzt gerade nicht erkennen, aber lange ist es nicht mehr. So, da kommt nochmal 240, aber. So, werfen wir mal kurz einen Blick hier in den Passagieraussicht. Drücken wir mal kurzzeitig die SIFA. Dass uns die jetzt nicht noch zwangsbremst. So. Tja, in welche Richtung fahren wir jetzt, ne? In die richtige, wenn wir hier sitzen. Oder? Ne, in die falsche. Ah, egal. Wo habt ihr es gemerkt? Schön ruhig hier hinten, ne? Also, muss ich echt sagen, gefällt mir. Das scheint das stille Örtchen zu sein. Ist ja auch schön. Kam irgendwas hinter der Mauer. So, werden wir die 240 denn noch schaffen in 10 Kilometer? Jetzt sind es nur noch 9. Kommt nochmal 280, aber ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Nicht in den kurzen Kilometern. Das ist, glaube ich, jetzt utopisch. Obwohl von 240 nach 280 ist ja auch nicht mehr so weit. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber dies ist auch einer der schönsten ICEs, die ich kenne. Also ich finde den ICE 3 toll, den ICE 4. Ja, da haben wir schon auf 100 gebremst und halt diesen hier. ICE 1. Wunderschöner Zug. So, wir werden jetzt hier ordentlich gebremst. Ist natürlich klar, runter auf 100. Bisschen Leistung wegnehmen.
Ja. Ich würde sagen, wir machen auch schon mal die AfB runter auf 100. Weil nicht, dass wir gleich eine böse Überraschung erleben. Nein. Ah ja, so kann es bleiben. SIFA. Weil es kann nämlich gut sein, dass die LCB gleich aufhört. Und dann sind wir nämlich wieder auf PZB. Und da ist es nicht so toll, wenn die AfB dann plötzlich irgendwie auf 280 noch geschaltet ist. Das macht dann nicht so viel Spaß. So, Hochzoll. Natürlich, liebe SIFA. Du bekommst hier die allermeiste Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann unseren nächsten Halt Augsburg Hauptbahnhof. Aktuell haben wir keine Verspätung. Alle Anschlusszüge können problemlos erreicht werden. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Ansagen am Bahnsteig oder die Bahnsteigsanzeigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Augsburg Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt oder einen schönen Tag. Das Team der Deutschen Bahn verabschiedet sich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, lieber Malte Jensen, oder besser auf Wiederhören, weil sehen werde ich dich ja wohl eher weniger. Aber vielleicht in dem einen oder anderen Szenario von dir vielleicht nochmal hören. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wie gesagt, ich freue mich auf weiteren Szenarien von dir. Du machst ganz, ganz tolle Arbeit, diesmal an dieser Stelle gesagt. Es macht Spaß, deine Szenarien zu präsentieren. Ich mache das weiterhin sehr, sehr gerne. Während wir hier nochmal auf 120 aufschalten, für kurze Zeit. So, in Augsburg scheinen wir pünktlich anzukommen, bis jetzt. Eine Minute früher sogar. Oder fast eine Minute. Ja, da sind wir nämlich jetzt wieder. Ich wusste es. Es ist jetzt. Wir haben die nötige Geschwindigkeit nicht erreicht. Ich wusste es. So, damit hat sich auch pünktlich Augsburg erledigt. Jetzt ist aber gut. Es ist jetzt kaputt. Jetzt ist alles zu spät hier. Nein! Jetzt ist alles zu spät. Ist die PZB kaputt oder was? Machen wir sie mal aus. Ich glaube, die hat einen Schaden. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr vom Fleck. Jetzt ausgeschaltet? Schon
Was ist denn los? Ist die PCP kaputt oder was? PCP aus. So. Ich will überhaupt mal wieder vom Fleck kommen hier. Hat keinen Wert mehr. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Lieber FDL, ich habe die PCB geschrottet. Aber ansonsten ist alles gut. Wir haben nur 2 Minuten Verspätung. Ich habe die PZB geschrottet, aber sonst ist alles gut. Hab 2 Zwangsen gehabt auf der kurzen Strecke. Aber hey, Hauptsache wir kommen heile an, oder? So, da der anscheinend nicht mehr aufhört zu sprechen. Oh Mann, ich hab's echt geschafft, die PCP zu schrotten. Ich pack's nicht. Aber so ein Ende gab's auch noch nie, oder? Dass jemand wie. Ist jetzt schon wieder kaputt. Massiver oder was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist doch nicht mehr weit. War wahrscheinlich jetzt eine Sieferzwangsache. Die mal auch mal aus. Kein Läuft mehr. So. Will einfach nur noch in den Bahnhof ankommen. Ich hab alles zerstört hier. Hilfe, ich hab den Zug kaputt gemacht. Hilfe! Ja, Zugbeeinflussung. Da müsste doch mal irgendwann die Puste ausgehen, oder? Weil es ist ja ein Computer. Er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Liebe Fahrgäste, leider aufgrund eines technischen Defekts endet unsere Fahrt in Augsburg Hauptbahnhof. Wir bitten alle auszusteigen. Es wird ein Ersatzzug bereitgestellt, beziehungsweise Schienenersatzverkehr. Wir bitten um Ihr Verständnis. Und freuen uns, Sie in einem der nächsten Züge der Deutschen Bahn begrüßen zu dürfen. Bis dahin, einen schönen Tag, bleiben Sie gesund. Bis dahin, ciao, servus und tschüss aus Augsburg. So oder so ähnlich wird das jetzt sein. So. Wir hüpfen hier mal raus aus dem Zug, das geht mir nämlich. Aber erstmal machen wir was anderes. Es hat. Ich dachte, es hätte aufgehört. Aber naja. Nehmen wir die. Das Gebläse aus. Und gehen einfach mal raus. Ja, so endet unser Szenario mit einer geschrotteten PZB, einer Verspätung ohne Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis im nächsten Video, da hört ihr mich dann wieder.
Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Ciao, ja, nochmal. Ciao, Servus und Tschüss. Ich glaube, das passt ganz gut zu Bayern. Macht's gut, bis dahin. Euer Dedenne spielt das. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.